So, willkommen zum 12. Video. Ja, wir haben hier Probleme gerade mit der KI, ja? Mit der da? Ja. Ey, jetzt geht das Auto hier, so. Hat man wieder gemacht. Der will da lang, aber da geht's nicht lang. Ja. Hast du gleich noch eingefärbt? Ja. Mit dir los? Mit dem hier? Keine Ahnung. Voll die Paralyse. Ja, durch die Mondpistole. Ja, mal sehen, wo wir jetzt sind. Ich wollte eigentlich annehmen. Durch deine Nummer auf dem Schrottplatz ist es Chan gelungen abzuhauen. Und das macht es nicht gerade einfach, ihn zu verhaften. Aber ich musste doch... Ach, sei still. Du wirst zu Sheriff Huckleberry in den Wald versetzt, bis sich die ganze Sache hier geklärt hat. Braucht er dort Hilfe bei einem Fall? Ha, unwahrscheinlich. Sein Bezirk hat die niedrigste Kriminalitätsrate von Lego City. Und daher will ich dich dort haben. Da kannst du nichts anstellen. Und was ist mit der Fury-Untersuchung? Ich habe meinen besten Mann auf den Fall angesetzt. Er ist der Sohn, den ich nie hatte. Und der auch kein bisschen so aussieht wie ich. Wenn überhaupt was jemand den Fall Problem lösen kann, dann er. Ja, und dann scheitert er. Boah, Mann. So, wie leider. Hey, du Taxi. Polizeiangelegenheit. Weg mit dir. Haben Sie keine vernünftigen Ladies hier? Nein, haben sie nicht. Nur die mit den langen Pferdeschwänzen. Dann sollen sie als Pferd rumlaufen. Ha, ha, ha. Das heißt doch, Pferdeschwanz aber hat nichts mit Pferde zu tun. Sorry, das ist ein Notfall. Das ist doch kein Notfall. Nur weil hier ein Taxi durchläuft. Aus der Bahn! Tür war noch auf. Hehehe. Oh nein! Ich pack's jetzt noch nicht mal nie vor. Frechheit. Aber genauso wenig wie mein Fahrzeug hier. Das hat auch keins. Das ist ein Notfall. Ups, sorry. Nee, nix, sorry. Der hat mich blockiert. Ja. Der Monster Truck. Polizeiangelegenheit. So. Ja, er hat mal von der richtigen Lady von der Sorte geklaut. Was machst du denn sowas? Nur weil er hässlich ist? Ja, ein Rotes brauchst du schon gar nicht. Das ist dein Element. Du meinst meine Farbe. Ja. Aber es ist relativ. Oh. Billig Polizisten hier. Wir sind die Profis. Hm. Stimmt's? Hm. Ach, Mist. Das ist ein Notfall. Gesehen. Wie auch im, auf der kleinen Vespa. Ja. Sorry. Da war ja noch nicht mal jemand drin. Noch ein Crash und das war's dann. Da sieht man noch nicht mal, was das für ein Auto mal war. Das Auto, was du ramponierst, das habe ich schon ein bisschen nachramponiert. Da ist so ein Rudolf-Ton auf dem Fall, auf dem meinst du ja.
Achso, du wolltest beim Vorbeifahren an Wegdreieck drücken, ja. Ja. Meine Schuld. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das hier wolltest du machen. Stimmt's? Ja. Das ist ein Notfall. Ich krieg den irgendwie ziemlich gut hin, den Wechsler. Chase, hey! Oh, was soll das jetzt sein? Hey, was willst du mit dem machen? Was hast du denn angestellt? Hoffentlich nicht braten. Wer ist das Tor von dem Haar? Hoffentlich nicht braten. Oder? Ja. Dein Schnauze hat mein Dach. Ganz recht, Deputy. Jetzt hab ich dich. Huckleberry steckt in der Klemme. Frank, ich komm von vorn und du kommst von der Seite. Oh. Sprich seine Gebete? Oh, Entschuldigung. Hallo, Chase. Wir sind gerade mit den Proben für unser Stück. Das Killerhörnchen. Ja, steige ruhig. Okay. Irgendwie muss man die Zeit ja umbringen. Hier passiert nie irgendwas Spannendes. Au! Der Tür gibt's wohl nicht. Für Frank nicht. Die Tür war zu. Ja, die Tür war zu, ja klar. Ganz ruhig, Derek. Keine Sorge, Jungs. Ja, klar. Weißt du, hat er dir einen Eichnager eben etwa wirklich Garrett genannt? Ja, vier hat zu viel Kaffee laufen zu halten. Sie können mir vertrauen, Sheriff Huckleberry. Und Chase. Die Kaffeemaschine ist kaputt. Oh Mann. Derek. Du bist kein Stinktier, Garrett. Du bist ein Eichhörnchen. Also. Ich glaube, das hat Sheriff Huckleberry auch eben gesagt, oder? Ja. Zusammen. Die Farm ist südlich von hier. Ich würde ja selbst gehen. Aber heute ist Premiere und ich kann meinen Text noch nicht. Ich glaube, hier kriegen wir die Bauerfähigkeit. Komm, Chase, ich will die Tiere sehen. Damit wir gleiten können. Kein Streichelzoo, Frank. Okay, je schneller wir die Tiere finden, desto schneller kann ich mich wieder Rex Fury widmen. Hey, schau mal, Pferde! Können wir die benutzen? Denke schon. Kannst du denn reiten? Ja. Kommt drauf an. Fährt man die mit Automatik oder Gangschaltung? Vielleicht. Weder noch! Wir haben Automatik, oder? Die fahren elektrisch. Sind die überhaupt die Tannen? Ja, sind sie. Chase! Meins hängt im Rückwärtsgang fest! Und es hat keinen Kopf! Und einen ganz komischen Hintern! Kein Wunder, wenn man sich falsch rum draufsetzt. Oh. Das war erklärt richtig aber damit. Auch, warum es den Apfel nicht fressen wollte. Danke, Chase! Wir sehen uns auf der Farm! Also im Arsch, der nicht steckt. Hallo? Nee, hat er nicht. Hat's nicht, das Pferd. Das Pferd anders. Das Pferd fährt anders. Ja, biologisch. Der Tank Wasser. Und Stroh. Ja. Warum musst du den Misch machen vorher noch? Eine 1-2-Tankung. Wieso? Ein Teil Wasser und ein Teil Stroh. Nicht andersrum? Ey, Ifrit hier. Jetzt war leider keine Hörner, oder? Okay. Da sieht man's, dass er verkehrt rum drauf sitzt. Komm mal her, galoppiert. Das Auto sollte man tunen. Wieso? Oh, ist doch schon getuned genug? Zieh den Hals rein. Oh, die Steckdosen, ey. Oh, oh. Ich glaube, die müssen wir einfangen.
Generatoren hauen ab. Ja, klar! Die Generatoren hauen ab! Ja, die sollen noch Strom liefern. Du musst deine Scheine finden! Und deshalb bin ich Polizist geworden. Es sind Bergschweine! Unglaublich seltene Sorte! Ich werde noch bekloppt vor Sorge! Werde? Fürchtet die Generatoren auch nach! Das war schon groß, dann, Steckdosen, das danke, Ding. Honey. Sollte nicht allzu schwer werden. Aha. So, dass sie fliegen könnten. Oh, Bayern, Bayerschwein. Es sind Bergschweine. Die sind überall. Ja, und der macht Teleport. Wer macht Teleport? Der Bauer. Ich bleib besser hier. Falls sie zurückkommen. Na gut. Ariel? Ja. Ich sollte nach Rex Fury suchen. Du musst wie ein Fahrer aussehen, oder sie hauen ab. Ich hab ne Latzhose und den Hut. Er ist ja alter Bösewicht. Rex Fury. Danke. Hab die Sachen zuletzt beim Ausmisten. Er ist halt der Hauptbösewicht. Darum. Die stanken so sehr, dass ich sie weggeschlossen habe. Und dann hab ich den Schlüssel sicherheitshalber in einem Feld vergraben. Ist klar. Und jetzt sind sie verflucht. Verflucht. Trecker, um das Feld nach dem Schlüssel umzupflügen. Reparieren müsste man den aber mal. Ihr könnt jetzt immer auf mein Auto aufpassen. Und vorsichtig einparken, bitte. Geölt müsste er werden. Wenn ich nur wüsste, wo ich die Kanne gelassen habe, müsste meine Fußabdrücke zurückverfolgen, um rauszufinden, wo das Öl ist. Ich brauche. Tut er so dämlich oder ist das? Ja. Chicken? Der Chicken Wing? Wolltest du umspritzen? Warum? Das Auto können wir auch nicht umspritzen. Den Träger. Oder was? Ja. Ach so, das Pferd. Aber vielleicht kannst du das hier umspritzen. Das Oktan. Nicht mich! Ich wollte eigentlich nicht lila werden. Ja, ins Rad. Ja, klar. Fast wie neu. Der Schlüssel ist in dem Feld da drüben. Füge das Feld und finde den Schlüssel. Ups. Hey Chase, ich hab gehört, dass du zu Onkel Duke versetzt wurdest. Wie geht's dir denn? Wie's mir geht? Anstatt Fury zu schnappen, suche ich nach einem Schlüssel, der mich zu stinkenden Latzhosen führt. Und das mache ich, damit ich ein paar entlaufende Schweine zusammentreiben kann. Wieso suchst du nicht einfach mit dem Autoscanner nach den Schweinen? Oh, dann ist ja alles okay. Ich melde mich wieder. Alles klar, danke, Ellie. Auf der Ringviecher. Ja,
Mäh! Oder was? Ja, wir werden Bärte gekriegt. Die werden entfernt und dann verkauft bei eBay. Bei 3, 2, 1, meins? Ja. Original 7 war, im Rammdeckel City. Ich glaube, das Ding da muss gelb werden. Hab ihn. PS hier. Die einen PS. Das McCain Farmer. Und McCain hat eine Farm. Hiya, hiya, ho. Ah, oh, die Dinger. Damit die schon wachsen.
Das Unkraut. Ja. So, ganz schön große Farm hier. Der Typ hat für eine Person. Das ist schon heftig. Wie siehst du als Farmer aus? Aha. Nee, doch. Jetzt riech ich's. Ich sollte die Schweine möglichst schnell finden. Meine Beine sind schlaff. Und Sie haben tatsächlich mal ein UFO gesehen? Das gefällt mir gar nicht. Ich sah dieses komische, unheimliche Licht und wurde dann in dieses Raumdings gezogen. Da haben Sie komische Sachen mit mir gemacht. Oh, was für Sachen denn? Haben tief gebohrt. Na, du weißt schon, mich nach meiner Kindheit gefragt und so. Oh. Und dann haben sie diese Maschine. La la la, kann sie nicht hören. La 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 la, immer noch nicht. La la la, ich höre nicht zu, ich höre nicht zu. La 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 la, sind sie fertig? Was ist? Darf ich jetzt mal eine ihrer Maschinen fahren? Mal schauen. Aber nicht meinen neuen Mähdrescher. Sie haben einen neuen Mähdrescher? Oh, einen niegelnagelneuen Mähdrescher. Kann ich den Schlüssel haben? Nein. Hab ich doch gerade gesagt. Sie müssen also jeden Morgen um 5 Uhr raus? Ja. Selbst am Wochenende? Ja. Jeden lieben Tag. Wow! Sogar samstags? Ach so, lange gedrückt halten. Die scheint aber nicht gerade alles andere als stabil zu sein, diese Blume hier. Einen besonderen Hut auf. Du hast sie ja gesehen. Sie klettern gerne, verstehst du? Wenn du Schweine in den Dachsparren sehen würdest, hättest du auch einen Hut auf. Ja, muss den. Ja, klar, ich wollte noch nicht mal die Blume. Hast aber Glück gehabt. Ja. Ich bleib mal her. Da ist das Spiderschwein. Musst du da rüber gleiten. Hab ich auch schon versucht, klappt nicht. Also immer wieder ja, hochfahren. Ich
gucken wir mal, dass wir jetzt hier eine normale Welt, ja. Weil das wird nicht so gut. Ach, Geld und Zeug. Wofür? Das ist eine Post. Nein. Definitiv nicht. Ah. Auf die Steckdose. Das ohne Doppel. So, rein mit der Sauerei. Rein mit dem Generator. Betsy liebt es, Unfug zu treiben. Waren alle. Wir müssen jetzt ein weiteres suchen. Soll das wirklich so sein? Irgendwie so wie ich das wie die umbenenne. Wenn Schweine fliegen werden oder so. Nein. Das Kerkor. Muss wieder Lauschangriff starten. Ja, kein Monster. Die nächste Steckdose wäre auch für mich gemacht. Ist das auch schon Generator geworden? Da drüben. Ja. Jetzt holt sich das mal rum. Vielleicht am Boot drin hast. Ja, klar. Ich hätte jetzt eine Sprinkleranlage gebrochen. Die Steckdose da nicht wechseln. Gleich geschnappt. Gleich geschnappt, die Sauerei. Thank you.
Der nächste Generator ist drin. Gut gemacht. Filbert stellt gerne mal was an, nicht? Verrücktes Schwein. Na, oh, und wenn du nach diesem Frank suchst, er ist darauf auf die Burg. Sagte, er hätte da ein entferntes Grunzen gehört. Mann! Die Schubkarre brauchen wir. Boah. Ja, klar. So, ah, ja, Granate. Ah, geil. Ah, geil. Ich bin wahrscheinlich auch auf die Bett gestiegen. Das war ein Fehler. Dafür muss ich den Bauern ja nehmen. Mich mit, mit einer Eierkanone zu bewaffnen. Ah, hier ist eine Eierkanone. Nee, du musst Viereck drücken. So. Wenn du deine Eierkanone zücken willst. Boom. Erstmal mit Eiern beschossen, die Lady hier. Wird schon gut gehen. Wie viel Ei? Was riecht da so? Guck mal, das sieht schon an. Knusprig! Das sieht lecker aus. Jetzt schießt ihr Spiegeleier. Mann, ihr Beate hier. Nehmt euch in Acht, Verbrecher, ich bin bewaffnet. Klatsch, 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 klatsch. Sorry, das ist ein Notfall. Und die Nachbarn unten den Schuss, ja. Unendlich Munition. Meinst du, ja? Ja. Hier. Ja, schmeckt das hier. Das. Volles Tiere. Ich darf doch nicht mein Hof wegnehmen. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Darf mir das mal leiden hier, das Ding hier? Nein, darfst du nicht. Das wird sicher Ärger geben. Ja. Hinter dir haben das Ding hier. Nase! Da sieht man die Spiegelei sogar noch. Was das denn her schon aus dem Grund soll. Hallo. Hier ist der PS. Ich hab von irgendwo da oben ein Grunzen gehört. Also entweder ist eins der Schweine auf die Burg geklettert, oder der Bewohner hat eine selten komische Lache. Ein Grunzgelacher. Erstmal wieder Parcours. Erstmal wieder einen kleinen Parcours. Sei vorsichtig, wenn du da hochkletterst. Und lande auf was Weichem, wenn du fällst. Okay, Frank, ich ziel dann auf dir. Schon komisch, wie weich der ist. Mein Arzt sagt, ich soll immer einen Helm tragen. Ja, klar. Wäre empfehlenswert. Ja, das kommt wirklich mit dem Chef an. Du hattest recht. Wow. Hier oben schläft ein Schwein. Hm, wie kriege ich dich jetzt wieder runter? Hm, auf jeden Fall brauchen wir einen Knastvogel da an der Stelle. Ich
teleportiere einfach mal zu dir hin. Ja. Ja, das war eine Kanone. Also hier legen wir das rohe Wurstmagazin ein. Und legen wir mit den ganzen Schweinen. Nicht nur ein Stückchen davon. Aber dazu muss es erstmal wach sein. Einmal kurz gießen. Ja, das ist Schinken. Der Schinken? Ja. Die liegen aber noch welche. Wollen das denn? Gibt's Spiele dazu? Ah, eine Biowaffe. War das andere, ich hab bestimmt gewundert da. Eine Banane und ein Apfel. Oh, mein Hintern. Ja, klar, gleich auf dem Boden. Da. Hätte ruhig den Nachtwissen machen können. Ich bin ja irgendwo im Nirgendwo gelandet. Biowaffe wird doch noch spannend sein. Sheesh. Verdammt. Immer diese 10 Kilometer weit weg hier. Ja.
schon eine bessere Idee. Wir wechseln uns hier oben immer ab und dann teleportieren wir einfach. Je nachdem, ja, ob der erste unten ist. Also muss man das nicht so oft machen. Da hoch, ja. Schuh, Schuh! Na, erstmal du. Ah, jetzt da. Ja, da ist die Biowaffe drin. Was sonst? Man darf nur eine mitnehmen. Jetzt kann sie zu mir teleportieren. Ist kürzer der Weg, ja. Wo jetzt so lang? Ah, genau. Ah, hier runter. Und der Laden war das Schinkenmagazin. Die Steckdose. Ich lade jetzt mal ein. Und die Sauerei. Das Obst, das in der Menschenkatapult. Ah, ich glaube, du musst erst erst fressen. Na, was rein da? Perfekt! Gut gezielt! Oh, schade, wir können uns nicht einladen. Gut gezielt! Genau in den. Genau drinnen gelandet. Oh, wo wir lang müssen jetzt da. Ey, den schönen Nickerbaum hier. Mann, bleib doch mal eine gute drin. Nee, das will er aber nicht. Das will ich picken. Ein Auto, wenn man mal eins braucht. Ja. Da sehen wir solche Belohnung von den Kriegen. Bevor ich hier rumhöre. Oh. Da wo der Baum stand? Ja. Das sieht auch. Ah, das ist ein Seelo. Das ist auch eine Rakete. Ich glaube, wir kriegen nichts weiter. Das war ein Stall, wo die Steckdosen waren. Au! Ich muss mehr schlafen. Was muss man noch kriegen? Mache mich besser auf. Hey!
Wir bekommen aber nichts. Fühle mich krank. Der komisch, dass der Typ da nicht mehr da ist. Der ist noch da. Aber er hat nichts mehr für uns. Aber wir haben den seine letzte Steckdose doch da reingebracht. Das war wirklich. Oder eine Quest dort im Gang, ist der Brief von der Brücke? Doch. Aber bei mir. Wie hast du das geschafft? Hat er aus einer Kanone gefeuert. Und als nächstes können Schweine fliegen. Moment mal! Kling, wenn Schweine fliegen lernen. Es ist sogar! Ja klar! Parcours! Na klar, die Trophäe heißt sogar so. Ist ja geil. Wenn Schweine fliegen, Kapitel 10. Zurück am Fall. Ist doch geil. Wie heißt du da so die Trophäe? Hey, Jesse. Interesse an einem Job? Klar doch. Solange ich dabei keine Tiere reiten muss. Da muss ich dich enttäuschen. Es ist Teil der Sache. Echt? Um was geht's denn? Ein Bekannter möchte, dass der riesige Roboter T-Rex aus dem Museum geklaut wird. Ein Tyrannosaurus. Rex. Wer, will das bitte? Ein Privatkäufer. Vertrau mir. Du willst nicht wissen, wer es ist. Er wird langsam zu einer... Nun, wie auch immer. Sag einfach Bescheid, wenn du aus dem Museum raus bist. Alles klar, Winnie. Wie wär's mit einer Woche? Dann gehen wir uns noch bis vor dem Museum noch. Ellie, ich glaube, ich habe eine Spur im Fury-Fall. Im Bluebell-Nationalpark? Nein. Winnie hat mich wegen eines Jobs im Museum angerufen. Soll einen Roboter-T-Rex klauen. Okay. Wenn mein Onkel fragt, wo du bist, regel ich die Sache schon. Danke. Und sag dem Chief besser noch nichts, okay? Sicher. Ja, beruhigt euch wieder unser Bund. Wenn wir hier ein Auto mal hier. Ja. Ich bin von den Quartier. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Ich mähe die Straße. Ja. Aus dem Weg. Hab mir einfach gleich den Trecker geliehen, den du hattest. Den roten. War doch der hier, ja. Farmer Hayes. Na, perfekt. Du hast nicht zufällig meine Schweine gesehen? Die ich zusammengetrieben habe? Ah, ja. Hab mich einmal umgedreht und zack, waren sie alle weg. Sind wohl schon in Lego City. Wenn du Ausschau nach ihnen halten würdest, wäre das sehr nett. Besteht auch keine Eile. Okay, Mr. Hayes. Wunderbar. Wenn du eins findest, steck es einfach in die nächste Schweinekanone, damit es hierher gefeuert wird. Okay. Ja, klar. Dann sollen noch mehr Schweine fliegen, Leon. Ja, sollen sie. Hi, Nitro, tut mir leid. Entschuldigung, Polizeiangelegenheit. Wo kommen die denn her? Sorry, das ist ein Notfall. Ja, dann würde ich erstmal sagen, dass ich verdiene, dass die Minute erstmal war. Hm? Jetzt schon? Ja, ist ja unser nächstes Ziel. Aber ich bin noch nicht da. Wo bist du denn lang gefahren, dass du so schnell da warst? Ist ja noch nicht mal an mir vorbeigefahren. Ja, dann kommst du. Mann, musst du gerade jetzt abbiegen, du Blödmann. Ja, dann war's das erstmal für das Video und bis später. Ja, erstmal richtig einfahren hier.
Mann, baut sie hier schon wieder einen Stau auf? Ja, siehst du doch. Ja. Ja, und das war's dann erstmal. Bis später.